Gut, dann machen wir jetzt mit Teil 2 weiter. Die Tragödie um die Stainers hätte ein Fall sein können über eine Familie, die 7 Jahre lang auf ihren verschwundenen Sohn wartet, dem Abscheuliches angetan wurde und der mit der gemeinsamen Flucht zu einem Helden wurde und sein Leben trotzdem ein viel zu schnelles Ende nahm. Doch dann hätte man einen Menschen außer Acht gelassen, dessen Probleme und Bedürfnisse jahrelang in der Familie Stainer ignoriert wurden. Aus dem einsamen Teenager Curry Stainer wurde ein Serienmörder. Dass sich Curry die Haare ausriss, wussten seine Eltern. Etwas dagegen taten sie nicht. Das war ein verheerender Fehler, denn eine mögliche Therapie hätte vielleicht bereits früh erkannt, was im Inneren des Jungen vor sich ging. In der Zeit, in der seine Eltern sich auf die Suche nach Steven konzentrierten, plagten Curry immer stärkere Gewaltfantasien, die schon bald in Mordgedanken umschlagen. Bereits mit 7 Jahren hatte er diese Fantasien. Damals malte er sich beim Familieneinkauf aus, wie er die Kassiererin töten könnte. Als sein Bruder verschwand, wurden diese Gedanken immer omnipräsenter. Er träumte davon, Gruppen von Frauen zu vergewaltigen. In dieser Zeit versuchte er auch immer wieder in die Badezimmer zu gehen, wenn seine Schwestern drin waren. Beim Umziehen spannerte er ihnen nach und stellte sich vor, wie er die Nachbarsmädchen vergewaltigen könne. Doch von diesen Gedanken bekamen die Stainers nichts mit. Für sie war er nur der stumme Sonderling, der sich ab und an büschelweise Haare rausriss. Auch dass Curry vergewaltigt wurde, bekam sie nicht mit. Kurz bevor Steven verschwand, verging sich sein eigener Onkel Jerry an ihm. Der Mann, zu dem Curry später ziehen musste, als seine Eltern mit ihm überfordert waren. Onkel Jerry brachte eine neue Tragödie über diese Familie. Im Jahr 1990 fand Curry seinen Onkel erschossen im Haus, in dem sie gemeinsam lebten. Die Polizei ging davon aus, dass es ein herumstreunender Drogensüchtiger war, der Jerry überfallen hatte und dann erschoss. Und ja, sein Auto wurde ebenfalls gestohlen und später an einer Kreuzung gefunden. Es war die Kreuzung, an der Steven entführt wurde. Diesem Zufall ging die Polizei nicht nach. Curry hatte einen Zusammenbruch, fantasierte von der Ermordung seines Chefs und versuchte, sich umzubringen. Im Jahr 1995 willigte er schließlich freiwillig in eine Therapie ein. 1997 wurde er das erste Mal verhaftet wegen illegalen Besitzes von Gras und Meth. Eine Sache gab ihm allerdings Halt in seinem Leben. Die Natur im Yosemite Park und seine stetige Suche nach Bigfoot. Immer mehr Zeit verbrachte er in diesem riesigen Nationalpark, bis es ihn schließlich so dorthin zog, dass er als Hausmeister in einem Resort dort arbeitete. Später würde das psychiatrische Gutachten ihm eine quasi magische Realität diagnostizieren, in der er leben würde. Denn er war besessen von Bigfoot. Am 17. Februar 1999 wurden Carol Sund, ihre 15-jährige Tochter Julie und deren 16-jährige Freundin Silvina Pelosso vermisst gemeldet. Sie hatten ein paar schöne Tage im Yosemite Park verbracht und hatten ein Zimmer in der Cedar Lodge, das Hotel, in dem Curry Stainer arbeitete und ja, dort als stiller, aber hilfsbereiter und freundlicher Kollege bekannt war. Julie und Silvina waren auf der Suche nach einem geeigneten College gewesen. Julies Mutter Carol begleitete die beiden dabei. Und auf dem Weg zurück in die Heimat machten sie noch einen Trip durch den Nationalpark. Als Carol Sunds Mann auf die beiden einen Tag später am Flughafen wartete, kamen sie nicht an. Das war ein ungewöhnliches Verhalten. Carol war normalerweise sehr zuverlässig. Außerdem hatten sie Silvina noch, also ein anderes Kind, dabei. Und ja, sie hätten doch deren Eltern kontaktiert, wenn irgendetwas gewesen wäre. Deshalb schaltete ihr Mann auch umgehend die Polizei ein.
Eine Spur im Hotelzimmer konnten sie allerdings nicht finden. Sie waren wie vom Erdbeerboden verschluckt. Es wurde eine groß angelegte Suche ins Leben gerufen in der steinigen und gefährlichen Wildnis des Canyons des Yosemite. Ja, doch auch dort gab es keine Hinweise zum Verschwinden von Carol, Julie und Sylvina. Niemand konnte einschätzen, ob es sich um einen Unfall handelte oder vielleicht ein Gewaltverbrechen vorlag. Und auch Carols Eltern unterstützten die verzweifelte Suche vor Ort im Cedar Lodge. Besonders ihr Vater ging vom Schlimmsten aus und heuerte die Suchkräfte und Hotelmitarbeiter an. Es wurde dann auch in Fässern nach den Leichen gesucht. Dieses ganze Engagement gefiel einem Mitarbeiter gar nicht. Es war Carrie Stainer. Einen Monat lang galten die drei Frauen als verschollen, bis im März 1999 ihr ausgebrannter Mietwagen im Yosemite Park gefunden wurde. In ihm waren die vollständig verkohlten Leichen von Carol Sund und Sylvina Pelosso im Kofferraum. Ein Wanderer entdeckte die beiden Leichen, entdeckte das in einem abgelegenen Waldstück, das ausgebrannte Wrack, und die Flamme musste über 7 Meter hoch gewesen sein, da die Baumkronen verbrannt waren. Nur anhand ihres Gebisses konnten die beiden Leichen identifiziert werden. Und außerdem war der Fundort mehrere Meilen entfernt von der Cedar Lodge. Und die Leiche von Julie fehlte. Konnte die Tochter also vielleicht noch am Leben sein? Die Polizei ging davon aus, dass es mehrere Täter gab, die dieses Verbrechen begangen hatten. Und außerdem wurde in einem Baum an dem Fundort der Satz »Wir haben auch Sarah« eingeritzt. Sie wunderten sich zwar, warum sie Julie jetzt Sarah nannten, aber sie gingen davon aus, dass auch sie tot ist. Eine Leiche fanden sie erst, als am 24. März 1999 ein Brief beim FBI einging. Auf dem Zettel war eine handgemalte Karte, auf dem der Ort der Leiche von Julie Sund markiert war. »We had fun with this one«, also »Wir hatten Spaß mit ihr«, stand darauf. An der aufgemalten Stelle fanden sie schließlich wirklich die entkleidete und gefesselte Leiche von Julie. Ihre Kehle war durchschnitten. Die Polizei war sich nun sicher, dass es mehrere Täter gewesen sein mussten, denn niemand wäre allein dazu in der Lage gewesen und dazu noch das Schreiben, auf dem »Wir« stand. Im Juli 1999 konnte die Polizei 2 Täter präsentieren. 2 Drogenabhängige aus Modesto, die bereits wegen verschiedener Delikte aufgefallen waren. Und besonders einer war über das schnelle Aufgreifen der Täter froh. Carrie Stainer. Auch er musste sich den Fragen der Polizei stellen. Doch er wirkte jetzt nicht verdächtig. Er war stets ruhig, höflich, zuvorkommend in den Befragungen. Doch er war genervt von den ständigen Fragen der Polizei. Er dachte sich oft, hätten sie doch mal so intensiv nach Steven gesucht. Umso erleichterter war er, dass endlich die Täter gefasst wurden. Dass sie nicht die Täter waren, wusste nur er. Denn er hatte Carol, Julie und Sylvana getötet, Sylvina. Seine Mordgedanken, die ihn seitdem er 7 Jahre alt war, quälten, hatten Besitz von ihm eingenommen. Und er hatte sich seinem Trieb hingegeben, Menschen zu töten. Seit 30 Jahren unterdrückte er mittlerweile seine Fantasien. Nun war er 37 und hatte sich bereits aufs Morden vorbereitet. Er hatte sich einen Mordkoffer zugelegt, in dem er ein Seil, Klebeband, verschiedene Messer, eine Pistole und eine Videokamera verstaute. Bereits vor dem Mord an Carol, Julie und Sylvina hatte er sich 4 jungen Touristinnen bei seiner Arbeitsstelle angeguckt und sein Vorhaben allerdings wieder verworfen, als er bemerkte, dass sie in männlicher Begleitung waren. Am 15. Februar drang er schließlich in das Hotel ein, dort, wo seine späteren 3 Opfer waren. Angeblich müsste er wegen Wartungsarbeiten in ihr Hotelzimmer. Dort bedrohte er die Frauen mit einer Pistole, fesselte und knebelte sie.
Carol strangulierte er im Badezimmer und warf ihre Leiche in seinen Kofferraum. Danach misshandelte und vergewaltigte er die beiden jungen Mädchen über 7 Stunden lang, bis er schließlich auch Silvina strangulierte und auch ihre Leiche in den Kofferraum legte. Danach fuhr er mit Julie zu der Stelle, die er dem FBI aufmalte und einen Monat später als Tipp an sie sendete. Sie erzählte ihm aus Angst, sie würde Sarah heißen. Dort durchschnitt er die Kehle der 15-Jährigen. Am 18. Februar, also 3 Tage nach den Morden, lagerte er die Leichen von Carol und Silvina von seinem Kofferraum in den Kofferraum ihres Mietwagens und er fuhr 100 Meilen mit ihrem Auto von der Cedar Lodge bis nach Tullamore County, wo er den Wagen dann in Brand setzte. Dort ritzte er zur Irritation der Polizei den Satz in den Baumstamm, um weitere Verwirrung zu stiften, schrieb er den FBI den Brief in Form von Wir. Und er bezahlte außerdem einen kleinen Jungen $5 dafür, damit dieser die Briefmarke anlegte und keine DNA von Stana darauf zu finden war. Die Menschen im Yosemite National Park waren trotzdem noch in Panik. Die Polizei hatte ihnen zwar jetzt Täter präsentiert, aber die Touristen hatten weiterhin Angst und mieten Reisen in den Park. Eine Frau hatte das gewaltsame Verbrechen allerdings nicht abgeschreckt. Die 26-jährige Joy Armstrong wollte im Yosemite National Park arbeiten. Sie liebte den Frieden und die Natur in dem Park. Sie gab Führungen dort und lebte in einer kleinen Hütte mitten im Wald. Einen Monat nach der Aufklärung des Dreifachmordes wurde im Juli 1999 auch Joy Armstrong von ihren Freunden als vermisst gemeldet. Als sie bei ihrer Hütte vorbeischauten, mussten sie feststellen, dass Joy nicht da war, aber ihr Truck noch vor der Tür stand. Und das fanden sie merkwürdig und verständigten dann die Polizei. Am 22. Juli, einen Tag nachdem Joy vermisst gemeldet wurde, wurde ihre Leiche gefunden. Die Brutalität, die die Frau erleben musste, machte die Polizisten sprachlos. Ihr Körper war so geschunden, dass die Ermittler Probleme hatten, die Leiche als Joy Armstrong zu identifizieren. Außerdem war sie enthauptet worden. Curry Stana hatte erneut zugeschlagen. Seitdem er wusste, dass unschuldige Menschen für seine Tat verhaftet wurden und er unbemerkt weitermorden konnte, war sein Jagdtrieb geweckt. Am 21. Juli 1999 streifte er wieder durch die Wälder des Yosemite Parks, um Ausschau nach Bigfoot zu halten. Doch er entdeckte Joy. Als er die junge Frau an ihrer Hütte sah, kam es wieder über ihn, obwohl er sich festen vornahm, eigentlich sie nicht zu töten. Er sprach sie an und als ihm bewusst wurde, dass sie allein war, bedrohte er sie mit seiner Waffe. Er fesselte sie und zwang sie, in sein Auto zu steigen. Joy kämpfte um ihr Leben und sprang sogar mit dem Kopf voraus aus Currys fahrendem Pickup. Sie schaffte es allerdings nicht, von ihrem Mörder zu fliehen. Er überwältigte sie, zerrte sie in die Wälder, wo er sie vergewaltigte und sie schließlich auf bestialischste Art tötete. Einen Tag nach dem Fund der Leiche wurde Curry Stana abermals zum Mord befragt. Wieder war er höflich und zuvorkommend den Officern gegenüber und wieder ahnten sie nicht, dass ihnen der Mörder direkt gegenüber saß. Doch diesmal gab es Zeugen, die sich meldeten. Sie hatten einen blauen Pickup an der Stelle gesehen, an der Joys Leiche gefunden wurde. Einen blauen Pickup, wie Curry ihn fuhr. Auch die Reifenabdrücke stimmten mit seinem Wagen überein. Curry wurde zum Hauptverdächtigen am Mord von Joy Armstrong und er wurde am 24. Juli 1999 vom FBI festgenommen. Curry Stana bot den Ermittlern einen Deal an. Gegen Pizza und Kinderpornos würde er alles erzählen. Das FBI lehnte das ab, Stana begann trotzdem zu reden. Er gestand den Mord an Joy Armstrong und auch den Dreifachmord an Carol, Julie und Silvina.
Er sagte, er sei im Wahn gewesen, getrieben von seinen Fantasien, die er seit dem 7. Lebensjahr hatte. Seine gewalttätigen und sexuellen Vorstellungen waren so präsent, dass er nicht mehr zwischen Realität und Fantasie unterscheiden konnte. Sein Psychiater verriet er andere Beweggrund für die Morde. Er habe es für Bigfoot getan. Auch seine Verteidigung nutzte dieses Argument. Vor Gericht versuchten sie, Kerry Steiner schuldunfähig zu dementieren. Er sei besessen von Bigfoot. Und bei seinen Morden sei er im Rausch gewesen und er hätte das Gefühl gehabt, sich zu Bigfoot zu entfalten. Sie sagten, er sei nicht imstande gewesen, zwischen richtigem und falschem Handeln zu unterscheiden. Außerdem beriefen sie sich auf Kerry Steiners schwierige Kindheit und Jugend. Er litt unter seinen Eltern und dem Verschwinden seines Bruders. Er war alleingelassen und vereinsamt. Ein Psychologe untersuchte Steiner. Er erkannte mehrere unbehandelte psychische Erkrankungen bei ihm, darunter auch Paraphilie und eine leichte Form von Autismus. Außerdem fand er heraus, dass es in der Familie Steiner eine beeindruckende Historie an psychischen Erkrankungen gab, die über 2 Generationen reichte. Darunter Pädophilie und Depression. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Dale Steiner war wegen sexuellen Übergriffen an seiner Töchtern zur Therapie geschickt worden. Und es war anscheinend ein offenes Geheimnis, dass Onkel Jerry kleine Jungs mochte und auch, dass er Curry vergewaltigt hatte. Darüber schwieg die Familie Steiner. Genauso wie über das, was ihrem verlorenen Sohn Steven angetan wurde. Auch Stevens Witwe meldete sich während des Gerichtsprozesses zu Wort. Sie machte den Eltern von Kerry und Steven schwere Vorwürfe. Dale und Kay seien dysfunktionale Eltern für ihre Kinder gewesen, die maßgeblich zu psychischen Fehlverhalten ihrer Kinder beigetragen hätten. Am 12. Dezember 2002 befand die Jury Kerry Steiner für schuldig. Er wurde für 4-fachen Mordes zum Tode mit der Giftspritze verurteilt. Trotz seiner schweren attestierten Persönlichkeitsstörung sah das Gericht ihn für voll schuldfähig. Auch die Familie Steiner war geschockt über das Urteil. Seine Mutter hatte vor Gericht ausgesagt, dass er krank sei, und sein Vater richtete die Bitte an die Jury, dass sie ihn verhaften, aber nicht töten sollen. Er wollte nicht noch einen Sohn verlieren. Bis heute wartet Kerry Steiner auf seine Exekution. Und bis heute sind die Ermittlungen zum Yosemite Killer noch nicht abgeschlossen. Es gab viele Frauen, die im Yosemite National Park verschwanden, verunfallt oder ermordet wurden. Bis heute sichtet das FBI die Akten dazu, um zu untersuchen, ob Kerry Steiner mehr als nur diese Morde beging. Er streitet allerdings alles ab. Besonders zweifelhaft ist für die Ermittler die Tatsache, dass Steiner angeblich bei seinem ersten Mord direkt 3 Frauen tötete, was ein sehr untypisches Verhalten ist und eher einem routinierten Serienkiller zuzuschreiben ist. Und auch eine Sache fiel noch den Ermittlern nach der Festnahme von Steiner auf. Der Wagen seines Onkel Jerrys, der an der Kreuzung gefunden wurde, an der Steven Steiner entführt wurde. War das wirklich nur Zufall oder ein Hinweis auf den wahren Mörder? Doch Kerry Steiner schweigt bis heute zu dem Vorwurf, dass er seinen Onkel ermordet haben könnte. Das war die Tragödie der Familie Steiner. Ziemlich schrecklich.